Oh nein, es ist ein Museum. Halt den Mund, ich will etwas lernen. Oh, na toll. Das ist der berühmte Van, den sie auf ihren unglaublichen Abenteuer benutzt haben. Ach ja. Oh, schade, ich kann nicht rein. Wow, schaut euch diese Replik eines magischen Kristalls an. Es schwebt. Und ich habe den ganzen Scheiß schon so gesehen. Diese Fahrzeuge sind so niedlich. Das sind die. Okay, gibt's vielleicht dieses. Ach, gibt's diese ganzen Fahrzeuge für uns auch? Das ist so geil. Willkommen im Museum der Krieger des Lichts. Links findet ihr den Streichelzoo und rechts eine schicke Sammlung von Gegenständen. Schaut euch ihre Bilder an. Sie waren so jung und so pixelig. Ah ja. Redet jemand von euch mit uns? Ich frage mich, wie die Hühnchen schmecken. Es macht Spaß. Lasst euch nicht von der komischen Katze beißen. Was? Ach, die da. Die Tierchen sind... Die was? Sind echt im Arsch. Komm her, kleines Kätzchen. Da, ein goldenes Hühnchen. Was ist das? Ein Hund? Ein Löwe? Und warum ist es orange? Das ist ein Hund. Nein, ich glaube, ich bin in Kacke getreten. Komme ich hinter den Vorhang? Verschwindest du mal, du kleines Gehör? Tatsache. Das ist wahrscheinlich dann das Secret. Das ist doch kein Stört, die Wachen sind echt nutzlos. Tatsächlich, ja. Ich wusste, hier irgendwo gibt es ein Secret, aber ich wusste nicht, wo. Komme ich da gar nicht rein? Nur da, wo der Teppich ist, natürlich. Wer zur Hölle seid ihr? Moment mal, ich kenne diese Typen. Ja, ich auch. Das ist der Typ, der immer von Mädels umgeben ist. Und das ist der Verrückte mit dem Mutti-Komplex. Und da ist der Afroamerikaner mit den vielen Goldketten um den Hals. Ist das A-Team? Ja, der Trottel tut mir leid. Und nicht zu vergessen, der grauhaarige Typ mit der Tausendsasser, der gestorben ist, weswegen eigentlich die Serie abgesetzt wurde. Eigentlich sehr schade. Ich glaube, der hatte Krebs, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ihr seid... Das Hey-Team! Ja, ich hatte recht. Kids, was wollt ihr? Ich liebe es, wenn der Plan funktioniert. Vielleicht ein paar Tipps? Ja, wir sind gerade erst Helden geworden, aber... Halt noch recht neu in der Sache. Moment, hat euch das nie nicht eine Broschüre mit allen Informationen zum Heldengeben mitgegeben? Nein, hat er nicht. Wir sind irgendwie zufällig auserwählt worden. Oh, oh, ihr steckt in großen Schwierigkeiten. Warum? Wo ist so die Stille? Ist da etwas, was ihr uns nicht erzählen könnt? Etwas über den Verrat der Destiny, das ihr uns nicht sagen dürft? Etwas über den Namenlosen? Wie viel verlangt ihr, dass ihr mit den Fragen aufhört? 500 Gold. Abgemacht. Verdammt, ihr hättet die 500 Gold abgreifen können. Kann ich wieder rein? Hier hätte ich einfach mal so 500 Gold abgreifen können. Hier ist dieses Bestechungsgeld. Schönen Tag noch, Helden. So ein Scheiß. Ich hätte echt 500 Gold einfach so abgreifen können damals. Für 100 Gold kriegt man hier 500. Wenn man das weiß, ist das für den Anfang super. Unabhängig von den ganzen anderen Gegenständen, die man so findet. Ich glaube, dann habe ich jetzt in der Hauptstadt alle Secrets gefunden. Ich weiß gar nicht, wie viel ich überhaupt habe. Nee, ich starte. Aha. Geschichte. Leberbank. Oh, da fehlen mir auch noch etliche. Da muss ich irgendwann mal alle nachschauen und dann gezielt danach suchen. Ich hätte schon alle. Na, das ist mein großes Schwert. Das ist das größte Schwert aller Zeiten. Replikate einer ihr extravaganten Kleidung. Okay. Das Hey-Team. So viel Geschichte in diesem Museum. Der Plan der magischen Kugel, die magische Kräfte verleiht. Kleid von Waffen und Rüstung. Von unseren Gegenständen. Von Zeugs. Toll, das finde ich immer toll, wenn sowas steht. Keine richtige Beschreibung, sondern einfach nur von Zeugs. Ich hoffe, dass ich mal so berühmt werde wie die Krieger des Lichts. Wenn Destiny mich doch nur als Held auswählen würde. Nee, die Arbeitszeiten sind scheiße und du wirst verachtet. Schaut euch das Monster an, so cool. Ich glaube, ich habe gehört, dass die Krieger des Lichts in diesem Museum leben. Ich würde es so gerne treffen.
Stadt der berühmten Krieger. Replik von Excalibur. Das ist eine Replik von Excalibur ist. Ach, Excalibur. Das ist eine Replik von Excalibur ist. Ja. Ja, mehr gibt's ja anscheinend nicht. Aber ich habe ein Secret gefunden, bin stolz drauf. Ja, hier bin ich echt nicht lang gelaufen. Ja, die Secrets alle zu lösen wird wahrscheinlich nicht einfach. Einige Sachen, du kannst auch nicht alles fertig machen, bevor du nicht die Hauptstory weitergemacht hast. Also ich komme irgendwann an den Punkt, an dem ich wirklich nicht weiter kann. Ich will aber noch ein bisschen hier in der Umgebung. Oh, ah, jetzt gibt's auch die großen, wie schön. Cockatrees. Nigel kommt nicht dran, egal. Nigel darf dann alle mit einmal töten. Warte, ich muss hier noch ein paar killen. Ich glaube, ich habe die irgendwie freigelassen. Kann das sein? Ich wundere, dass die Viecher mich überhaupt treffen können. Einmal vorne das Hühnchen, bitte. Versteinerung. Hier gebe ich. Oh, die sind ganz schön langsam. Geht auch von der Erfahrung. Hier Penis wird's einfügen. Ah, okay. Sidequests are easy. Für 8 Sidequests wahrscheinlich. Aha. Ich habe keine Ahnung, wo ich die anderen Dinger finde, die anderen. Vielleicht mache ich auch einfach mal die Hauptquest weiter demnächst. Hier unten waren wir schon, da waren diese Waage, nicht wahr? Yep, diese würgenden Waage. Dann würde ich gerade sagen, wir gehen mal in die Stadt oben. Denn ich wollte da nicht reingehen, weil ich Angst hatte, dass das eine weitere, dass man da halt weiterkommt von der Quest her, aber es ist halt nicht so. Von daher kann ich da ruhig hingehen. Ich habe vergessen, Bier zu kaufen. Und Pizza. Eis, alles Eis. Wie schön. Da kann ich dann Feuer einsetzen. Ach nee, die klaut auch MP, nicht wahr? Nigel, du bist scheiße langsam. Einmal eine Feuerwand. Huhuhu. Guter Schlag. Sehe ich jetzt, dass das der Morgenstern hat. Gib's ihm! Ach richtig, hier war ich ja. Für den Fall, dass hier wieder so ein scheiß Vieh ist, das unsere MP absaugt.
Ist das eine Eistodesfeder hinten? Eine Eisdame, die ist bestimmt noch stärker. Die muss weg. Ich will nicht, dass sie wieder MP abzieht. Oh, ist okay. Eine Feuerwand. Überraschend gut, muss ich sagen. Fällt mir gerade ein, ich habe noch den Käse. Ich will die Items schon perfekt verteilen. Also die sollen schon alle ungefähr gleich gut sein. Okay, nach links geht's nicht. Das macht's mir leichter, das finde ich gut. Schmettert sie nieder. Der blutet auch schon, da kannst du nicht viel machen. Sexbomb, Sexbomb. Ja, mal Sexbomb. Die sind echt schwächer als diese Drachen. Vielleicht reicht's ja. Reicht nicht. Mach den. Vielleicht darf ich mal den ersten, ja. Immerhin ein. Das war's für dich. Ich finde es schon ein bisschen komisch, dass es leichter ist, tatsächlich. Bin ich traurig deswegen, aber es ist schon cool. Willkommen in Bad Eisspitz. Wenn ihr glaubt, dass ich mich mit dieser Erkältung rausgehe, habt ihr euch geschnitten. Ich warte hier, bis der Fahrstuhl wieder funktioniert. Okay. Warum ist da ein einzelnes... Ist das nicht ein Hausdach da? Das ist merkwürdig. Die Bevölkerung von Eisspitz verehrt die Herren des Gletschers. Man sagt, dass sie vor langer Zeit den Kriegern des Lichts das Schwert Excalibur geschenkt hat. Wenn ihr schnell zum Schloss Eisspitz kommen wollt, könnt ihr den Lift unten im Bad Eisspitz benutzen. Leider ist gerade außer Betrieb. Den kriege ich bestimmt wieder in Gang. Da hier Menschen sind, rechne ich nicht mit Begegnungen, was auch sehr angenehm ist. Wow, sieht faszinierend aus. Aus den leuchtenden Pilzen, die in den Höhlen unter dem Gletscher wachsen, kann man einen sehr starken leuchtenden Wodka brauen.
Heißt das, hier kann ich Wodka kaufen? Gibt's noch mehr als diesen Sake? Was Besseres? Wusstet ihr, dass ein Feuerballzauber mehr Kohlendioxid erzeugt als die Beheizung eines ganzen Dorfes in einem Winter? Oh, das ist natürlich schlecht und ich heiz hier mit den Dingern rum, aber mir doch egal. Eine Lola Cola. Mein Rücken tut weh, das ist schön für dich. Ich könnte dir eine Aspirin geben, darf ich aber anscheinend nicht. Verschlossen? Verschlossen. Bad Eichspitz ist auf einem permanenten Gletscher gebaut. Der Gletscher bewegt sich langsam bergab. Daher werden jedes Jahr einige Häuser unten abgerissen und oben wieder aufgebaut. Oh, ach so. Das erklärt das Haus da. Das ist eingesunken anscheinend. Was ist das hier? Die Eishöhlen sind ein äußerst gefährlicher Ort. Der König schickt immer wieder Wachen, die uns helfen. Jedes Jahr feiern die Bewohner von Bad Eichspitz die Ankunft des Sommers mit einem Sprung in den Fluss, der durch die schmelzenden Gletscher entsteht. Das hilft auch gleichzeitig mit der Überbevölkerung. Ja. Das meiste des in Bad Eichspitz produzierten Eises wird an eine Stadt im Westen namens St. Moritz geschickt. Da muss es echt heiß sein. Ist das Eis? Kann ich das essen? Sieht aus wie Gold. Aber ich darf es nicht nehmen, das ist tatsächlich nur Eis. Ich glaube, das ist eine Händlerin. Da will ich hin. Ja, das beste Eis am Stiel der Welt. Gibt's hier. Schlumpfeis. Bananeneis. Oh, entfernt diesen Fluch. Das ist besser als die Wolf-Sandwiches und ist billiger, glaube ich sogar. Schön. Die haben sich so viel einfallen lassen. Vor allem Gegenstände, die es nur... Ah, okay. Gegenstände, die es nur in bestimmten Bereichen gibt. Das ist alles so besonders. Und wäre natürlich blöd, wenn du nie wieder in diese Bereiche kommen würdest. Aber jetzt will ich aber den Ort weiter ansehen. Bevor ich dann in die Höhle gehe. Kann ich hier schlafen über Nacht? Wenn das Brennholz knapp wird, müssen wir hinaus in die Ebenen. In der Zwischenzeit lagern wir Wolfshäute zum Wärmen im Winter ein. Man sollte eigentlich gehen, bevor das Brennholz knapp wird, weil Brennholz muss auch ablagern. Bad Eichspitz ist die größte Exporteur von Eis am Stiel im ganzen Imperium und komischerweise gibt es das ja auch nur hier zu kaufen. Unsere schöne Kirche aus Pureisstein gebaut. Pureis ist ein gesegneter Eisblock, der niemals schmilzt. Ihr hättet da ehrlich gesagt auch normale retten können. Eisimperialer Club der Entzauberer. Nein, jetzt habe ich mein ganzes Geld ausgegeben. Okay, hier gibt's aber anscheinend keine Fähigkeiten zu kaufen. Der Imperiale Club von Entzauberern stellt magische Gegenstände für die imperiale Elite her. Eisschwerter-TM sind perfekt gegen Zahnschmerzen und Nasenbluten. Der Eingang der Eiswand wurde versiegelt, bis wir Unterstützung von den Wachen bekommen. Ich vermute mal, das sind Secrets, die man da oben, von denen man irgendwie reinkommt. Die größte Gefahr Bewohner sind die Eisstufen. Nicht einmal die Wölfe trauen sich hoch. Ja, okay, das ist vielleicht nicht die beste Idee. Hast du was für mich? Verpiss dich! Okay. Ich habe eh geplündert, was ich konnte. Mein Vater sagt, dass Helden gekommen sind, um sich um Drachen zu kümmern. So cool! Wein! Schön. Ah, hier kann ich wahrscheinlich übernachten. Ach, warum nicht? Es ist kalt, ich bin durchgefroren. Da schläft man schnell ein.
Ich finde es immer toll, wenn man, weil es richtig durchgefroren ist und sich dann in die warme Wohnung kommt und sich erstmal ins Bett legt, dann, das ist so schön. Da schlafe ich meistens ein. Als Destiny den Namenlosen aus der Hauptstadt geworfen und ihn in den Notenverband hat, sind fast alle einfach nur vor Furcht aus nach Bad Eispitz geflüchtet. Wie kann ich mir hier helfen? Ha, ich mache nur Spaß, ich bin gerade nicht im Dienst. Aha. Oh ja. Das ist wahrscheinlich die Kirche. Wo zur Hölle geht's hier hin? In die Kirche gehe ich gleich. Am ersten Sommertag gestorben. Epischer Fall. Halbtot gefunden, die andere Hälfte wurde auch halbtot gefunden. Ah ja. Gestorben, da sein LP unter minus 10 fiel. Umgekommen, weil er vergessen hat, Doom und Destiny zu bewerten. Auf den eisigen Stufen gestorben. Ja, Doom und Destiny bewerte ich auf jeden Fall. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es positiv bewerte. Ah, hier gibt es Waffen zu kaufen. Da habe ich auch wieder das Problem, dass ich ihn mit Eis angreife. Eiszapfen. Musikalische Kühlbox. Du verkaufst die Vorräte? Kann ich dann dort später mal gestalten. Oh, die haben auch den Wein. Zwar kein Sake, den brauche ich nicht unbedingt, aber bei Nios haben sie auch. Okay. Was zur Hölle bist du denn? Das ist einfach nur eine Verarsche? Ist das einfach wie die Terrakotta-Krieger? Wo zur Hölle bin ich jetzt? Da. Verwirrend aufgelegt. Der Schneesturm tobt nun schon seit Stunden. Ich hoffe, die machen. Ja. Oh, Wolf-Sandwich. Wie hat es der Koch geschafft, einen Truthahn zu finden? Lieber nicht fragen. Es ist wahrscheinlich gar keiner. Flog einfach nur vor der Tür rum. Das Abendessen wird in wenigen Minuten fertig sein. Seid bitte geduldig. Also, ich glaube, der Kamin bringt fast gar nichts. Vor allem, weil das auch alles aus Eis ist hier. Ach, hier bin ich wieder am Eingang. Interessant. Hat er sich kurz zu mir umgedreht? Ich habe es genau gesehen. Jetzt muss ich aber noch den anderen Scheiß anschauen. Ne, Moment. Bevor ich hochgehe. Am Ende verpasse ich wieder irgendwas Wichtiges. Und dann ärgere ich mich. Ich habe doch hier irgendwas nicht angeschaut. Oder doch nicht? Ach nö, das ist einfach nur... Ah, okay. Ein bisschen seinen Kopf anstrengt. Der Kirche Unkünfte gehen uns nichts an, ja. Euch nicht, mich schon. Gigatrank, sehr gut. Alfred Zauber zu euren Diensten. Gigawund heilen. Dafür habe ich nicht genug Gold. Nein, das hätte ich gern. Oh, Eiswand wäre auch nicht schlecht.
Aber ich habe genug Gegenstände, die ich nicht unbedingt brauche. Mehr MP, mehr für Gegenstände, nee. Dolch, nee. Habe ich auch schon an. Das Mana-Juwel habe ich ja gefunden. Ne. Und damit die Stiefel habe ich auch gefunden. Die Lindwurmkralle. Verkauf mal kurz was, um Geld zu kriegen. Die Dämonenkugel muss ich auch nochmal öffnen. Nützlich, aber immerhin aus Gold. Kriege ich dafür. Oh, okay. Goldenes Ei. 1000. Ich weiß nicht, ob ich damit irgendwas machen muss noch. Ich fürchte, was wir kommen nicht auf genug Gold. Fesches Emblem. Warte mal auch mal. So, noch mal kurz zu der alten gehen. Und dann schauen wir mal, was die so. Das hier will ich unbedingt haben. Ach, das kostet ja gar nicht viel. Gut, das muss jetzt reichen. Jetzt habe ich auch Eis, falls ich mit Eis angreifen will. Du hast doch bestimmt was Tolles für mich. Oh, mein Lieber. Helden in meinem Schloss, was bringt euch hierher? Bestimmt nicht das Wetter. Nun, meine Lieben, darf ich euch über unser kleines Eisdrachenproblem informieren? Es versteckt sich in einer Höhle unter meiner Stadt. Wenn ihr es löst, lasse ich auch euch vielleicht meine königliche Unterkunft besuchen. Okay. Dann lösen wir das Eisdrachenproblem. Aber erst vorher gehen wir in die Kirche. Dieses Eis schmilzt ja nicht, aber wie ist es denn, dass dieses Eis... Ist es kalt, permanent, oder... Ein Eisdrache wurde in den Ebenen gesehen, als er Wölfe und Jäger tötete. Ich bete, dass die Herrin des Gletschers uns vor dem Monster bewahrt. Diese Kirche sieht in der Nähe von Schlosshausen so ähnlich. Faule Kartenkünstler. Ach, okay. Ja, stimmt. Die Gruft ist wegen Überflutung geschlossen. Bitte halten Sie die Leichen in der Zwischenzeit kühl. Da liegt Gold. Oh, Mist, das war kein Secret. Kommt man da gar nicht rein?